Willkommen zurück zu Deus Ex. Da unten ist so eine blöde Kamera. Ich könnte auch außen rum gehen, glaube ich. Guck mal, ich kann auch da hinten runter, oder? Schnell hier durch. Da könnte ich mich reinhacken. Dafür müsste aber erstmal die... Hey. Ich bin hier nicht der, der schleicht. Nur um das klarzustellen. Dumm-di-dumm. Erstmal reinhacken. Das Schöne ist, dass die Kamera mich gerade nicht sieht, aber da draußen passiert irgendwas. Da draußen ist gerade irgendwas passiert. Ich dachte, hier wäre jemand. Ich habe gerade hier Schritte gehört. Keine Ahnung, vielleicht oben? Weiß nicht. Was? Nee, nichts Geheimes. Nee. So, was haben wir hier? Ein Gitter. Daran kann ich leider nicht hochklettern. Noch eine Tür. Okay. Das war interessant. Infegranate und Schrot. Irgendwie habe ich mich gerade ein bisschen angestellt. Mit der Pistole in der Hand. Was muss ich denn eigentlich jetzt hier... Achso, ja genau. Ich will den Universalkonstruktor benutzen, um das Heilmittel in möglichst großer Zahl... Oder in möglichst großer Menge, glaube ich, herzustellen. Ja, mir fehlen ein paar Lebenspunkte. Aber ich möchte das Medikit natürlich verteilen, statt für jede einzelne Verletzung ein Ganzes zu verschwenden. Haha, und da ist auch gleich wieder eins. Sehr schön. Und weil ich nicht Zwergesel bin, zack, bin ich wieder hier runter. Habe ich gerade den Alarmknopf kaputt gemacht, indem ich draufgesprungen bin? Ist ja lustig. So, ich bin ja gerade in Control, nehme ich an. Das heißt, ich hätte auch mit dem Fahrstuhl hier runterfahren können, oder wie? Das will ich mir doch mal anschauen, wie das dann oben aussieht, wo ich da rauskomme. Einfach für den Fall der Fälle. Und ich bin ein bisschen portalgefährlich, glaube ich, weil ich bei den weißen Flächen gerade ständig dachte, ich könnte Portale setzen. Ich höre schon auf damit. Fahrstuhl? Hallo? Fahrstuhl? Fahrstuhl? Hallo? Hallo? Was? Ach so, drei. Ich war gerade quasi auf dem Dach. Alles klar. Grün. Rot. Nein! Nein! Verdammt! Jetzt habe ich den... Ach Mist, jetzt habe ich doch tatsächlich da drüben den Typen umgelegt, oder? Den Forscher, das wollte ich natürlich nicht. Aber gut, ich weiß jetzt, wie das Ganze funktioniert. Ich kann mich da reinhacken, während ich das tue, sieht mich die Kamera nicht, was ich ein bisschen bescheuert finde, aber es soll mir recht sein. So, dann will ich die beiden da unten ausschalten. Selbstschussanlagen. Wie gemein. Nein, noch eine. Ah, wie gemein. Könntet ihr bitte den Alarm ausschalten? Meine Güte. Irgendwie habe ich mich vorhin vielleicht doch besser angestellt, als jetzt. Okay, komisch. Vorhin konnte ich den kaputt machen durchs Draufhüpfen. Und irgendwie kam ich vorhin mit einem Medipack aus. Ich glaube, das wird diesmal nicht ganz reichen, so wie ich da aussehe.
Ich sehe ziemlich angeschlagen aus. Aber hey, ich habe überlebt. Yay! So, das da würde ich gerne tragen. Das da auch aufmachen. Warum das denn? Okay. Nein, 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 das da wollte ich. Nicht Licht. So, ich heile mich mal eben. Und dann speichere ich hier nochmal. Vielleicht hier so. So. Du bist zu viel. Und der da hinten, wo immer du auch gerade bist, ihr beiden, ihr seid auch aus... Ah, verdammt. Was? Nein! Ah! Was zur Hölle? So. Euch hole ich so. Geht doch. Habe ich was abgekriegt? Ja, ein bisschen. He's here somewhere. He's someone's there. I can hear you. Das gute alte Schwert. Brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Stimmt, ich habe ja Ballistikpanzerung als Implantat. Warum benutze ich das nie? Hm. Egal. Ich werde mal eben da drüben. Ups. Die sehen mich ja da unten. Kann ich mit dir reden? Miss Maxwell? Please. Let's talk. So. Moment, ist der grün? Ne, der ist rot, ne? Wer ist das denn? Okay, keine Ahnung, aber die sind rot, von daher. Was soll's? Speichere ein bisschen Munition. Ist da noch einer? Nö, ne? Ach, da. den Schlüssel habe ich nicht, okay. Gut, dann werde ich mal das TNT außer Reichweite von dieser Frau bringen. Genauer gesagt, die Frau außer Reichweite des TNTs. Wow, das war gefährlich. Gut, wie komme ich da runter? Ich könnte den Fahrstuhl nehmen, habe ich gerade gesehen. Ich glaube aber, ich nehme lieber diese Tür. Weil da ja gerade ein Gegner hochkam. Vielleicht sind hier noch mehr davon. 4 Dietriche oder 50%. Das schreit für mich nach einer Lärm. So, was haben wir denn hier Feines? Ein Atemgerät brauche ich nicht. Ein Medikit. Vielleicht nachher. Die Biozelle auf jeden Fall. Pistolenmunition gerne. Pfeil, nein. Mini-Armbrust habe ich schon. Na gut, Medikit werde ich nachher, falls ich was abkriege, einfach benutzen. Mir hier ein neues nachholen, statt wie üblich, wie ich es sonst so tue, meine Regeneration zu benutzen. So, wie kriege ich jetzt, und vor allem was, warte mal. Was haben wir denn hier? Eine Leiche. Was ist denn hier los? Ah, ich bin unter dem Aufzug, okay. Da hat jemand einen Techniker wieder versteckt. Also nehme ich mal an, dass hier irgendwo ein Falscher wieder rumläuft. Und das wird dann wohl die Sicherheitsüberschreitung oder sowas oder manuelle Ausschaltung von irgendwas oder manuelle Kontrolle für den Aufzug oder so sein. Keine Ahnung, ob ich das brauche. Die habe ich zum Glück vorhin ausgemacht. Nein, warte mal, das ist ein anderer Aufzug, ne? Das ist doch ein anderer Aufzug. Okay. Hm, dann ist das doch was anderes. Auch hier ist wieder zu. Es sind aber Kisten drin. Da ist Affen. Warte mal. Da war ich doch gerade. Bin ich jetzt blöd? Bin ich gerade
Ernsthaft? Ah, ich bin so dumm. Ich glaube, ich würde in echt nie Geheimagent werden. Zumindest nicht, so wie ich mich da gerade anstelle. Meine Güte. Die Kamera ist aus, aber die nicht. Doch. Und die da auch. Sehr schön. So gefällt mir das. Das wird dann wahrscheinlich zu, unter anderem die da oben gewesen sein. Warte. Ah, und die da nehme ich an auch. Das ist aber ein hoher Empfangstresen. Ist das vielleicht ein Hotel für Riesen oder so? Hm, keine Ahnung. Das sieht interessant aus. Aber viel interessanter ist das hier. Ein Computer zum Reinhacken. Vielleicht erfahre ich ja hier irgendwas über den Universalkonstruktor, wo der sich befindet. G-Savage, wir müssen durchhalten. Als MB-12 verließen, okay. Gary, ein Gary. Gary Savage hat wohl MJ-12 verlassen. Interessant, ob er dann wohl ein potenzieller Verbündeter ist, frage ich mich. Und außerdem frage ich mich. Nee, das reicht nicht. Die zwei kleinen Kisten reichen da nicht. Nee, mit denen will ich mich gerade erstmal auch nicht anlegen. Mal schauen, was es hier oben so gibt. Okay, eine Weltkugel da drüben. Sieht aus wie ein Konferenzsaal oder so. Ein Buch. Der Mann, der Donnerstag war. Keine Sorge, Frau Wissenschaftlerin. Ich tue Ihnen nichts. Ah, ein Medipod. Verdammt. Der hat mich gerade gesehen. Wissenschaftler. Und Ambrosia sehe ich da drin. Heil mich mal. Danke. Kann ich mit dir reden? Ja. I don't know. They had me locked up until a minute ago. My assistant's still being held somewhere. I don't think I've come across him. If you want to look for troops, you should log into the security network. The username is Command, and the password is Zebra42. Not a bad idea. Dankeschön. Ist das jetzt die, Sicherheitssystem? Okay, nicht das Computersystem. Da könnte ich wahrscheinlich rein, oder? Ach. Viel zu starkes Glas. Viel zu stark. Andererseits ist es auch nicht verschlossen. Von daher schwimmt der da. Ja, der schwimmt da. Alles klar. Diese Szene kommt mir irgendwie aus Half-Life bekannt vor. Ist ja lustig. Haben wir da ganz viele Biozellen, ein Multitool, bisschen Geld, Medikit, Schutzanzug, okay. Das heißt, ich könnte jetzt mit 4 Dietrichen oder einer Lähm das kriegen oder mit 4 Tools den Strom überbrücken. Und das da hätte ich gerne. Es könnte potenziell mein letztes Implantat sein. Nur na komm, was soll's. Dann mach ich das eben. Wofür habe ich denn die Tools, wenn ich für sowas? Warum genau schwimme ich jetzt ernsthaft in dem flachen Wasser? Ernsthaft? Darin kann man warten. Ohne R. Medikit. Oder
oder? Yep. Ach, Mist, kann ich nicht mehr tragen. Komm, geh mal auf die Kiste hoch. Das geht ja so gar nicht. So, dann werfen wir mal auf die Kiste ab. Bitte die Silence Pistol. Ablegen. Vielen Dank. Und jetzt wüsste ich gerne, was das hier ist. Tarnfeld, Radartransparenz. Das kommt. Wo kommt es denn rein? Radarfeld. Nee, was war's? Tarnfeld oder Radartransparenz? Ich habe das Tarnfeld, das ist Subkutan. Damit kann ich dementsprechend leider nichts anfangen. Ich brauche ein Implantat für den Schädel. So, was hast du? Nüscht. Thermooptische Tarnung. Die hätte ich allerdings gerne. Und mir fällt gerade auf, wie sinnlos es ist, die schallgedämpfte Pistole mit mir rumzuschleppen. Das ist das Virus. Hä? Warum habe ich jetzt gerade... Warum kriege ich da Schaden? Ich habe den Strom doch ausgemacht. Oder ist da hinten noch eine Stromquelle? Hm, vielleicht. Schaue ich gleich mal. Ich muss ja sagen, das ist so ein bisschen verwirrend hier. Das Level. Nö, da ist keine Stromquelle. Aber halt irgendwie auch kein Ausgang. Ich höre einen Bot. Das sind dann wahrscheinlich die Gegner oben. Ich hätte einfach hier am Rand langlaufen können, nicht Depp. Ach ja, so kann es gehen. Biozellen habe ich 18 Stück. Bräuchte ich gerade nicht den Nachschub. Das Multitool wäre nett, aber habe ich auch noch genug. Das ist mir gerade mal keine Lärm wert, weil ich eh noch 4 von den Dingern habe. Von daher lasse ich das einfach mal sein. Und ich frage mich, wie ich hier wieder rauskomme. Gut, ich weiß schon wie. Erstmal den Kollegen da befreien. Ich hätte ja gehofft, dass ich den Schlüssel irgendwo finde. Aber das ist wohl scheinbar nicht so gedacht. Hey, Kollege! I give up! Calm down, I'm here to help. What can you tell me about the attack? They took over the building. We're finished. Anything specific? I'm heading to the command center. I don't want any surprises. If I was you, I'd go through the tunnels. You could use the security system to see if the coast is clear. The login's tunnel 01. The password's Omega 2A. Any troops down there? Well, I heard them talking. They don't want to get caught from behind, so they left a few spider bots down there. But guess what? I found an EMP grenade in the storage closet. You can have it if you think you might go down there. Sure. Be careful with that thing. Alles klar, vielen Dank. Was war das jetzt? Login für Tunnelsicherheitssystem, okay. Es gibt ein zweites Sicherheitssystem. Interessant. Ist egal. Ich hack mich da sowieso immer die ganze Zeit durch. Hier kann ich halt irgendwie auch nicht mehr raus oder irgendwie weiter. So, ich habe deinen Kollegen befreit. Hast du jetzt irgendwas Neues zu sagen? You found him. Ja, und ich habe ihn befreit. So, und wie ich hier rauskomme, ist ganz einfach. Erstens hier hoch, zweitens... Ey. Ey! Na, dann eben hier lang. Hey! Warum geht es nicht? Ah, da rutscht man ab. Die Schweine. Wie komme ich denn da jetzt bitte raus, ohne Alarm auszulösen? Na, so jedenfalls nicht. Ah! Mist. Ja, dann muss ich ja mal kurz warten. Ah, ja, meine Güte, 7 Lebenspunkte. Na komm. Na komm, geh aus, Alarm, geh aus.
Ja, ne? Schön hier. Schöne Ecke. So, jetzt. Alarm aus. Ich mache mal ein richtiges Safe Game. Ja. Ich frage mich allerdings, wo sich dieser ominöse Tunnel befindet. Da komme ich ja leider nicht hoch. Aber hier komme ich hoch. Achso, da oben kam ich ja da rein, genau, zu der Dame. Ich habe leider keinen Grundriss des Gebäudes. Da oben ist irgendwie auch nichts mehr. Okay. Dann werde ich wohl... War da hinten noch irgendwas? Ach nee, richtig, da komme ich her. Genau. Was ich jetzt mache... Haha, ich habe eine gute Idee. Da waren ja diese Gegner da vorne. Ich werde mir jetzt die TNT-Kiste schnappen. Ah, was ist das denn? Ein Tunnel. Interessant. Interessant. Was ist das hier? Da brauche ich den Schlüssel. Genau. So. Ich möchte diese TNT-Kiste mit nach unten nehmen. Und beim nächsten Mal, in der nächsten Folge, werde ich dann damit durch die Tür gehen, hinter der die Gegner warten. Und die Gegner hoffentlich in die Luft sprengen können. Danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten, hoffentlich actiongeladeneren Folge. Tschüss!